Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man so eine Rattenschutzklappe einbaut, montiert oder nutzt. Diese Rattenklappe wurde freundlicherweise von sanitärprodukte.de mir zur Verfügung gestellt, um euch den Einbau zu demonstrieren. Meistens werden diese Schutzklappen in WCs montiert oder mehr zu sagen hinten an den WCs, damit halt keine Nagetiere in die WCs eindringen können. Das ist oftmals in Städten der Fall, dass dann Nagetiere die Rohre hochklettern und dann über die WCs in die Wohnung gelangen. So eine Rückschlagklappe kann auch noch als aus zweitem Grund eingebaut werden, und zwar um eine Art Rückstau zu verhindern. Haben wir zum Beispiel mehrere WCs auf einer Linie oder einer Ebene installiert oder ein WC in sehr ungünstiger Position installiert, das heißt, das Rohr hat nicht viel Gefälle, kann es sein, dass an anderen WCs gespült wird und wir hier immer einen unangenehmen Rückstau haben. Das heißt, hier drinnen fängt dann an, das Wasser im Siphon sich zu bewegen und es wird etwas Wasser aus dem anderen WC zurückgedrückt. Das kann man mit dieser Rückschlagklappe auch nochmal etwas abmindern, weil das Wasser nur in eine Richtung hier ausströmen kann und in der anderen Richtung der Druck gemindert wird. Wichtig, diese Rückschlagklappe ist nicht wasserdicht, sie kann nur den Rückstau etwas abmindern. So, kommen wir erstmal zur reinen Installation. Im Vorfeld kann man diese Rückschlagklappe natürlich in jedem 100er Rohr verbauen. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei 100er Rohrstücke. Da kann man einfach diese Rückschlagklappe, man sieht hier, sie hat hier so Lamellen, damit kann sie quasi das Rohr abdichten. Man schiebt sie in das Rohr ein, sie ist sehr passgenau, passt sehr stramm in das Rohr ein und kann sie so in das Rohr eindrücken. Und so hat man ruckzuck diese Rückschlagklappe quasi in jedem 100er Rohr montiert und hat sofort die Funktion gewährleistet. Dasselbe funktioniert natürlich jetzt auch am WC. Wichtig, ich demonstriere das jetzt hier mal an einem Vorsatz-WC. Da ist die Montage dieser Rattenklappe problematisch. Ich zeige euch gleich auch warum. Das kann nämlich dann sein, dass an diesen Vorsatz-WCs das teilweise nicht funktioniert, aber an jedem normalen WC funktioniert es tadellos. So, ich mache jetzt als erstes Folgendes. Wir bauen hier dieses WC ab und versuchen diese Klappe mal hier einzubauen. Wichtig im Vorfeld, bevor ihr das WC entnehmt, spült kräftig mehrfach durch. Das soll verhindern, dass wir dann unangenehme Überraschungen hier hinten dann finden. Das heißt, wenn wir das WC nämlich auseinandernehmen, werden restliche Flüssigkeiten dann da hinten austreten. Und wenn dann noch was im Rohr liegt, wäre das sehr unangenehm, wenn das beim Abbau des WCs dann hier auf den Boden klatscht. So, um jetzt das Klo zu demontieren, schauen wir erstmal. Meistens sind zum Beispiel hier diese Vorsatz-WCs mit Silikon hinten versiegelt, aber auch die Stand-WCs werden gerne mal unten umlaufend mit Silikon versiegelt. Diese Silikonnaht müssen wir natürlich jetzt erstmal entfernen, ausschneiden. Nachdem wir das getan haben, suchen wir die Verschraubungen des WCs hier. Das ist ein Vorsatz-WC, da haben wir die Verschraubung hinten an der Wand. Bei einem Stand-WC haben wir die Verschraubungen am Boden. Meistens sind diese Schrauben mit solchen Schutzkappen bedeckt. Die nehmen wir als erstes ab. Diese Schutzkappen werden nach einer gewissen Zeit ziemlich hart. Also hier ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr die Schutzkappe zerstört. Hier müsst ihr eventuell dann für Ersatz sorgen. Diese sind meistens als Wegwerfprodukt konzipiert. Wenn sie noch nicht arg so lange drauf sind, habt ihr aber eine Chance, sie wieder zu verwenden. Nachdem wir die Schutzkappe nun entfernt haben, nehmen wir meistens einen 19er Schlüssel. Schaut aber bitte, was da bei euch verbaut worden ist und lösen hier diese Verschraubungen vorsichtig. Wichtig, verliert mir hier die Einzelteile nicht. Merkt euch die Position, wie diese eingebracht worden sind und bringt sie dann beim Einbau natürlich wieder so rum an. Denn plank die Schraube an das Keramik, das funktioniert nicht, dann würde das Keramik brechen. So, wir haben auf dieser Seite die Schraube leicht gelöst. Wir schrauben sie nicht ab und gehen jetzt auf die andere Seite und wiederholen diesen Schritt genauso. Nachdem wir nun auf beiden Seiten diese Verschraubung, diese Muttern leicht angelöst haben, und zwar so weit, dass wir sie mit der Hand drehen können, wäre es besser, ihr seid hier zu zweit. Eine Person hält den Toilettensitz, das Klo, fest. Und die andere Person löst nun die Verschraubungen komplett. Seid ihr nicht zu zweit, passt bitte auf, dass euer Vorsatz-WC in diesem Fall nicht hier unten mit auf dem Boden aufschlägt. Passiert das, ist das WC in der Regel hinüber. Um das eventuell auch zu vermeiden, kann man hier auch etwas unterbauen und einige
Lappen oder weichere Gegenstände hier nochmal unterlegen. Habt ihr die Verschraubungen gelöst, nehmt ihr das WC vorsichtig nach vorne ab. Wichtig, wenn ihr jetzt das WC abnehmt, wird hier Flüssigkeit austreten. Legt eventuell Lappen unter oder haltet irgendwas bereit, um die Flüssigkeit aufzunehmen. Auch wichtig beim Abnehmen, nicht das WC nach hinten kippen, da hierdurch dann der Siphon leer laufen würde. Also immer das WC auf euch zu, leicht auf euch zu kippen, abnehmen und dann hinten das Rohr in einen Eimer entleeren. Das ist wichtig. So, wir haben das WC entnommen und jetzt hier an den Eimer gehen und es entleeren, denn hier ist noch sehr, sehr viel Flüssigkeit im Siphon. Ist es leer gelaufen, können wir es nun ablegen. Legt es bitte nicht direkt auf einen harten Boden, denn da könnte es wieder beschädigt werden. Legt eventuell hier irgendwas drunter. So, haben wir das WC entnommen, haben wir hier nun den Einlauf des WCs. Den entnehmen wir auch nach vorne einfach ab. So, hier in diesem Fall haben wir einen 90er WC-Anschluss. Das heißt, hier hinten dieses Rohr hat einen Umfang von 90 mm. Hier können wir nun einfach unsere Rattenklappe quasi aufdrücken, bis sie komplett auf dem System aufsetzt. So, beim Einbau dieses Systems ist es allerdings jetzt sehr wichtig, wie rum ihr es einbaut. Ich halte es nämlich jetzt gerade eben falsch herum. Die Rattenklappe darf auf keinen Fall nach unten öffnen oder zur Seite. Sie muss immer nach oben öffnen. Das heißt, so herum. Würde sie andersherum öffnen, könnten sich Fremdkörper an der Klappe anhaften und die Klappe würde dann irgendwann nicht mehr funktionieren oder es würde zu einer Verstopfung führen. Also wichtig, baut sie so rum ein. Das heißt, wenn er sie jetzt hier so einführt, muss es so herum sein. Dann ist auch essentiell sehr wichtig, viele Klos haben einen Anschluss, der vertikal verläuft. In diesem Fall müsst ihr die Rattenklappe so einbauen, dass sie nach hinten öffnet. Ich zeige es euch mal, das wäre so. Hier ist hinten und die Rattenklappe muss nach hinten öffnen und die Geschichte würde dann quasi so in den Abfluss eingeschoben und wäre damit dann mit dem Abfluss verbunden und die Rattenklappe könnte vernünftig funktionieren. So, vorhin hatte ich erwähnt, dass diese Rattenklappe mitunter an Vorsatz-WCs nicht ordnungsgemäß funktioniert. Jetzt zeige ich euch auch mal warum. So, wir sehen jetzt hier den Abfluss des Vorsatz-WCs und wir sehen sofort, dass er im rechten Winkel hier hinten abknickt. Wenn ich jetzt hier die Rattenklappe einschiebe, kann sie natürlich nicht mehr ordnungsgemäß öffnen und kann hier quasi nicht mehr vernünftig eingesetzt werden. Prüft das also bitte im Vorfeld nach. Habt ihr quasi so eine Anschlusssituation, egal ob bei einer Wandmontage oder einer Standmontage, ist hier die Rattenklappe nicht mehr verwendbar. Achtet bitte unbedingt darauf, denn diese Rattenklappe muss unbedingt ordnungsgemäß öffnen und schließen können, sonst habt ihr hier auf lange Sicht nur Probleme. Sollte das aber bei euch nicht der Fall sein und wir haben jetzt einen geraden Abgang, ich demonstriere das einfach mal hier mit diesem Rohr, das wäre ein gerader Abgang, können wir das System natürlich wieder ohne Probleme verwenden. Der Einbau würde folgendermaßen aussehen. Ich demonstriere das hier außen, damit man das besser sieht. Wir hätten hier unseren Abgang an der Wand, hier unseren WC-Anschluss, den wir vorhin ausgebaut haben, mit der installierten Rattenklappe. Achtet bitte darauf, dass sie richtig herum montiert wird. Die Öffnung natürlich oben. Schiebt dieses System so in das Rohr ein, an der Wand. Das sähe dann im installierten Zustand so aus. Die Rattenklappe kann ordnungsgemäß geöffnet werden und ist richtig rum eingebaut. Und wenn wir jetzt unser WC wieder anmontieren, sei es ein Stand-WC oder hier ein Vorsatz-WC, schieben wir quasi die ganze Geschichte hier einfach wieder drüber und die ganze Geschichte ist ordnungsgemäß angeschlossen. Noch ein kleiner Tipp, achtet bitte darauf, dass dieses Rohr auch wirklich gerade am WC angebracht ist. Sollte das Rohr dann in irgendeiner Form so stehen oder so, das sehe ich öfters mal, wenn dann die Abgänge leicht schräg weggehen. Hier gibt es im Fachhandel diverse Bögen, die kann man hier dazwischen bauen. Achtet bitte darauf, dass der Abgang immer gerade aufsitzt, da sonst hier diese Dichtungen mitunter nicht richtig dicht schließen und dann habt ihr nur Probleme, weil dann eventuell hier Flüssigkeit oder Fremdkörper austreten. So, nun zu guter Letzt können wir unser WC wieder fertig montieren. Auch ein wichtiger Punkt ist der Wasserzulauf.
Auch dieser Zulauf ist mit einer Dichtung versehen. Dieser hier, bitte achtet darauf, dass ihr diese Dichtung habt und richtig rum einsetzt. Sie hat hier oben drauf so eine Verzahnung und die Verzahnung muss zum Klo zeigen, so wie ich sie jetzt habe, und muss auch so herum in das Klo eingeführt werden. Baut ihr dieses Teil nicht ein, ist der Zulauf nicht dicht und ihr habt dann hier unten Überschwemmung. Vergesst dieses Teil bitte nicht. So, wir schieben nun diese Dichtung auch hier auf dieses Rohr auf, und zwar richtig herum, und können nun unser Klo schlussendlich wieder montieren. Wichtig, vergesst die Gummischutzsysteme nicht, die zum Beispiel hier auf diese Bolzen aufkommen. Wenn ihr diese nicht aufbringt, liegen die Bolzen direkt auf der Keramik auf und die Toilette würde beschädigt werden. So, jetzt können wir unser System einfach wieder hier einhängen. Achtet darauf, dass alle Anschlüsse sauber eingreifen. Schiebt die Toilette an, bringt eure Puffer, eure Schoner hier auf, inklusive Unterlegscheiben und allem, was vorher dran war. Und unsere 19er Mutter überwerfen. Alles handfest anziehen auf beiden Seiten und nun vorsichtig festziehen. Bitte zieht es gleichmäßig auf beiden Seiten an. Das heißt, ich ziehe hier zwei, dreimal an und ziehe auch hier nun wieder zwei, drei Umdrehungen an. Diesen Schritt wiederhole ich nun so oft, bis das Klo wieder ordnungsgemäß hinten an der Wand anliegt. Bitte zieht diese Schrauben nicht bombenfest. Wenn sie fest sind, reicht das vollkommen aus. Wenn ihr hier anzieht, als wäre das Metall, bricht schlussendlich hier unten dieser Flansch und eure Toilette ist beschädigt oder kaputt, unbrauchbar. So, nachdem wir nun das Klo wieder ordnungsgemäß angeschraubt haben, ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr jetzt erstmal schaut, ob die ganze Geschichte dicht ist. Dazu spülen wir einige Male und überprüfen nun hier unten, ob hier irgendwie Flüssigkeit austritt. Ist das der Fall? Ist irgendeine von den Dichtungen nicht richtig gesetzt hier drin? Dann müssen wir leider nochmal das Klo entnehmen und nochmal die Dichtung nachkorrigieren und nochmal neu montieren. Das kann mitunter öfters vorkommen, bis ihr das richtig hinbekommt, aber bitte überprüft das. Auch für diejenigen unter euch, die hier gerne gleich wieder alles mit Silikon versiegeln. Wenn ihr was versiegelt, empfehle ich nur, hier oben drauf zu versiegeln, hier unten bitte nicht. Denn wenn ihr das Klo umlaufend versiegelt, sieht das zwar sehr schön aus, allerdings merkt ihr nicht gleich, wenn irgendwie eine Undichtigkeit auftritt. Und es kann dann sein, dass das Wasser hier unten nicht abtropfen kann und dann irgendwie in die Wand verschwindet. Das wäre natürlich sehr schlecht. Deshalb bitte, wenn versiegeln, nur hier oben. Und ich würde generell mit der Versiegelei ein, zwei Tage warten, das Klo erst nochmal etwas in Betrieb nehmen und schauen, ob auch dauerhaft alles dicht ist. Und erst wenn ich sicher bin, dass hier wirklich alles dicht ist, erst dann versiegeln, damit wir wirklich auf Nummer sicher gehen, dass wir hier nicht irgendwelche Schäden in der Wand verursachen durch Feuchtigkeit, weil wir halt wie gesagt nicht sehen, dass hier irgendwie Wasser abläuft. Und dann auf lange Sicht wir uns die Wand beschädigen oder uns Schimmel in die Wohnung holen. So, und damit komme ich dann auch zum Ende dieses Videos. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an die Seite sanitärprodukte.de, die mir das Material für dieses Video zur Verfügung gestellt haben. Hat euch dieses Video weitergeholfen, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wollt ihr mehr meiner Videos schauen, so habe ich euch eine kleine Auswahl hier in den Anmerkungen verlinkt. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal oder meine Kanäle abonnieren. So seht ihr noch mehr meiner Videos und verpasst keines meiner neuen Videos mehr. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.